Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem farbenfrohen Wolkenreich. Wartet mal, die Farben sind weg. Ja, das ist dieses Jahr neu, hat auch einen Grund. Und ich möchte euch in diesem Video alles Wichtige sagen, was ihr zum Wolkenreich wissen müsst. Und zwar einmal, wie ihr alle Farben wiederbekommt in der Quest, die ihr mit Mika machen könnt. Dann natürlich die täglichen Aufgaben und das Regenbogengold ist wieder da. Die Regenbögen, die jede halbe Stunde über Jorvik erscheinen. Darauf möchte ich näher eingehen, wie das funktioniert. Und dann gibt es eine neue kleine tägliche Quest. Ihr könnt einmal pro Tag eine traurige Wolke finden und sie zurück ins Regenbogenreich, hier ins Wolkenreich bringen. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Farben an. Um die Farben wiederzubekommen, müsst ihr verschiedene Dinge tun. Die erste Farbe bekommt ihr in der Quest. Die erste Farbe ist gelb, die habe ich hier schon bekommen. Dann könnt ihr das Rennen machen. Dadurch bekommt ihr eine Farbe. Also das Rennen hier im Regenbogenreich. Dann die Hufeisen sammeln, die man hier täglich auch sammeln kann, wieder im Regenbogenreich, wie wir es aus den letzten Jahren schon kennen. Das bringt uns auch eine Farbe. Dann können wir wieder Mikas verlorene Gegenstände finden, die sie hier verloren hat. Das bringt uns auch eine weitere Farbe. Dann können wir noch die Tagebücher von Mika lesen. Das eine wird dann hier vorne liegen und das andere, wenn wir diesen Weg hier hinten hochgehen, nach hier oben, ist das zweite Tagebuch. Wenn wir die lesen, zurück zu Mika gehen. Dann bekommen wir auch eine Farbe wieder. Dann haben wir schon die meisten Farben wieder. Und dann gibt es noch weitere. Und zwar die kleine Wolke, die wir quasi einmal pro Tag sammeln können. Die müssen wir jetzt einmal sammeln. Werde ich euch gleich zeigen, wie das geht. Und dann natürlich noch eine Quest namens Schnee im Sommer. Und dabei geht es um Katja. Ja, die Quest ist mega cool. Die könnt ihr einfach hier unten annehmen. Das ist diese hier, was ist mit dem verrückten Wetter? Und die anderen beiden solltet ihr auch annehmen, um quasi die Tagebücher und ihre Gegenstände, dass die halt quasi hier im Ort gleich verteilt werden, dass ihr die hier seht und dann einsammeln könnt, anschauen könnt und dann quasi die Quest abschließen könnt. Und dann bekommt ihr diese Farbfragmente, die spawnen dann hier so neben Mika. Und dann kann ich die einsammeln. Und wenn ihr alle sechs quasi von denen, abgesehen von Gelb, das bekommt ihr ja direkt am Anfang, eingesammelt habt oder alles fertig habt, dann habt ihr alle Farben des Regenbogenreichs wiederhergestellt. Genau. Kommen wir jetzt zur Jagd auf den Regenbogen. Ja, es ist endlich wieder soweit. Wir können wieder diese Regenbögen auf Jorvik sammeln, mit Sean und nach Regenbogengold suchen. Und wie funktioniert das Ganze? Ja, die Regenbögen tauchen alle 30 Minuten auf Jorvik auf. Und am besten geht ihr an einen Ort, wo ihr einen guten Blick über Jorvik habt, so wie ich. Und da seht ihr schon, da drüben haben wir einen. Da ist ein Regenbogen. Und dann begeben wir uns zuallererst einmal zu diesem hin. Und wenn ihr dann beim Regenbogen angekommen seid, seht ihr das. Und zwar werdet ihr einmal einen Kobold namens Sean sehen. Bei dem müsst ihr folgende Quest annehmen, und zwar diese Regenbogenjagd. Das solltet ihr annehmen. Da bekommt ihr dann immer pro Regenbogen 6 Regenbogengold. Und was müsst ihr tun? Ihr müsst diese kleinen Erdhäufchen, die hier quasi funkeln, alle einmal anklicken, dabei absteigen und sie quasi sozusagen abbauen. Und bei einigen von denen findet ihr Regenbogengold, wie ich es gerade getan habe, und bei einigen nicht. Und es gibt, glaube ich, insgesamt bei 3 Regenbogengold zu finden. Also ihr bekommt das Gold jetzt nicht dadurch, dass ihr es hier abbaut, sondern ihr müsst einfach einmal etwas finden, glaube ich. Und teilweise findet ihr, wie gesagt, auch nichts. Und ihr müsst, glaube ich, nicht alle von diesen Feldern, die hier zu sehen sind, die gelb umrandeten, abbauen. Solange ihr die richtige Anzahl an Gold findet, habt ihr es dann geschafft. Und so sieht es bei mir gerade aus. Ich habe gerade nichts gefunden. 2 habe ich schon. Und ich glaube, es waren 3, die ich finden muss. Hier haben wir auch nichts. Und haben wir hier vielleicht noch was? Mal schauen. Ja, ich habe Gold gefunden, es sind doch mehr als 3, es sind, glaube ich, doch 5, die ihr finden müsst. Aber einfach, wie gesagt, diese gelben Dinger hier einsammeln. Irgendwann merkt ihr dann, wenn ihr genug habt, dann wird euch das gesagt. Und ich mache jetzt mal weiter. So, haben wir hier noch was? Ne, hier ist kein Gold, okay. Hier vielleicht. Ja, ich habe nochmal Gold gefunden und jetzt müsste uns nur noch eins fehlen, dann haben wir 5. 3 Dinger sind noch übrig. Mal sehen, wo sich das Gold versteckt. Hier vielleicht. Na komm. Schauen wir hier nochmal. Jawohl. Ich habe Gold gefunden. Ihr seht es, es waren noch 2 übrig. Das heißt, ihr müsst nur
nur insgesamt 5-mal das Gold finden. Und dann habt ihr es und dann geht ihr zurück zu Sean, gebt das Gold ab und bekommt 6 Regenbogengold, egal wie viel ihr quasi von den Dingern abbaut, es sind immer 6, die ihr bekommt. Und dann könnt ihr hier bei Sean für 7 Gold jeweils einen Schatz des Koboldes eintauschen. Was genau da rauskommt, ist momentan ein bisschen problematisch. Ich habe das vorhin auf meinem Hauptaccount gemacht, habe einmal 100 Pferde-XP bekommen und einmal so einen netten Stein, den man für 2 jörgischen Dinge verkaufen kann vom Dinotal. Ob das Ganze verbuggt ist, kann ich euch hier nicht beantworten. Also ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man das Regenbogen-Set von damals noch nicht hat, das hier vielleicht rausbekommt als Belohnung und danach halt random entweder Müll, wie halt aus dem Dinotal, oder es ist verbuggt, das weiß ich leider gerade nicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr rausbekommen habt und wenn ja, ob ihr das prismatische Set von den vergangenen Jahren schon hattet oder ob ihr das zum allerersten Mal hier macht mit dem Regenbogen-Gold und dann trotzdem nur was anderes bekommen habt. Würde mich mal interessieren. Wenn ihr das wissen wollt, schaut mal in die Kommentare, wenn da jemand was dazu reingeschrieben hat. Aber das ist erstmal der Stand, den ich dazu jetzt kenne. Und diese Regenbögen tauchen, wie gesagt, jede halbe Stunde irgendwo auf. Ihr könnt jede halbe Stunde diese 6 Gold euch verdienen hier. Tägliches Limit gibt es dazu, glaube ich, nicht. Ihr könnt das Ganze eintauschen und bekommt Belohnung. Aber vielleicht würde ich erstmal warten, bis klar ist, ob das Ganze ein Bug ist oder ob das so gewollt ist, was man hier bekommt. Und zu guter Letzt gibt es noch die Quest mit der kleinen traurigen Wolke, die sich irgendwo auf Jorvik jeden Tag versteckt. Einmal ist sie nur da und ihr erkennt sie, indem ihr ein hüpfendes blaues Ausrufezeichen seht oder einfach hier in dem Questlog bei täglich ganz unten schaut. Und zwar steht dann hier Set Rain Cloud Name und der Ort, wo sie zu finden ist. Dann könnt ihr auf der Karte schauen, wo ist hier irgendwo ein blaues Ausrufezeichen, was hier so hüpft. Heute ist sie hier bei allen Spielern unterhalb von Mikas Felsen, wo ihr Heißluftballon startet. Und was müssen wir jetzt machen? Also wir müssen einmal die Wolke natürlich anklicken. Dann erzählt sie uns, dass sie ihre Freunde verloren hat und wir sie hier in der Nähe finden müssen. Und dann tun wir das Ganze hier auch mit coolen Regenwettereffekten. Und dann muss ich 4 verirrte Wolken hier in der Gegend finden, die hier random herumschweben. Geht nicht zu weit weg, sonst verlasst ihr den Bereich quasi. Aber hier irgendwo in dem Bereich seht ihr es schon. Hier haben wir eine. Die müsst ihr einmal anklicken. Dann haben wir die zweite. Die folgen dir dann. Und die anderen beiden sind bestimmt auch noch irgendwo in der Nähe. Genau, da haben wir eine. Die schweben halt hier so im kreisförmigen Radius um die kleine Wolke rum. Gar nicht so weit weg, also die sollte man eigentlich recht schnell finden. Und da haben wir die letzte. Und wenn ihr dann gleich alle habt, dann passiert Folgendes. Oh. Ja, genau, das kommt, wenn man zu weit aus dem Bereich weggeht. Ich würde gerne einmal die Wolke anklicken. Genau, und dann passiert Folgendes. Wir sehen so ein Portal, was erscheint. Und auf dieses müssen wir jetzt drauf zureiten quasi und die Wolken wieder durch das Portal zurück ins Wolkenreich schicken. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und dann haben wir die Aufgabe erfüllt und bekommen dann die tägliche Belohnung dafür. Einmal kurz hier rüber und dann seht ihr es gleich. Hier haben wir wieder den Regeneffekt, ist eigentlich ganz cool gemacht. Und auch eine coole Aufgabe. Du hast alle Wolken zurückgebracht und die kleine Wolke gibt uns jetzt die Belohnung, die ihr euch hier abholen könnt. Sind in dem Fall, ich denke mal, das wird jeden Tag so sein, Pferde-XP. Wenn ich sie dann anklicken könnte. Genau. Hier 100 Jorvik-Schillinge und 100 Pferde-XP, wenn wir das Ganze machen. Und beim ersten Mal, wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, bekommt ihr eins dieser Fragmente, die ihr braucht, um die Farben des Regenbogens wiederherzustellen. Zum Abschluss auch nochmal die Info, die Regenbogenparade gibt es natürlich auch. Die startet jede volle Stunde in Moorland, an der könnt ihr teilnehmen. Dafür bekommt ihr zwar nichts, aber am Ende kommt ihr hier zu dieser Tanzfläche in Fort Pinter am Strand, wo ihr tanzen könnt. Und hier gibt es übrigens auch einen Shop, wo ihr noch so einen Terrier mit so einem Regenbogenhalsband kaufen könnt. Und es gibt auch neue Schleifen, ganz viele hier, wie ihr seht. So farbige Regenbogenschleifen noch. Und die vom letzten Jahr gibt es auch noch. Das könnt ihr hier alles für jeweils einen Jorvik-Schilling kaufen am Fort Pinter Strand. Gut, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.